Diana Sujew Frankfurt und Katharina Granz Berlin sind bei der Leichtathletik-EM in Berlin ohne Chance auf das Finale über 1500 Meter im Vorlauf ausgeschieden. Sujew schaffte es in 4:12,08 Minuten nur auf Platz 10 in ihrem Lauf. Granz wurde nach 4:11,46 Minuten 9. Beide blieben deutlich über ihren Saisonbestleistungen. Die Britin Laura Mir, Topfavoritin auf Gold am Sonntag ab 20:00 Uhr im Live-Ticker, gab sich als Siegerin des Laufes von Sujew in 4:09,12 Minuten keine Blöße. Hanna Klein-Schorndorf hatte sich für einen Start über 5000 Meter entschieden. DLV-Staffeln erreichen Finale. Die beiden 4x400m-Staffeln des DLV haben sich bei der EM in Berlin für das Finale qualifiziert. Die Männerstaffel verpasste in ihrem Vorlauf in 3:03,37 Minuten mit Rang 15 den für die direkte Qualifikation geforderten dritten Platz, kam aber über die Zeitregel weiter. Zum deutschen Team gehörten Johannes Trefz München, Marvin Schlegel Chemnitz, Torm Juncker Dortmund und Fabian Dammermann Osnabrück. Das Finale findet am Samstag ab 21:30 Uhr im Live-Ticker statt. Auch die Frauenstaffel schaffte den Sprung in den Endlauf am Samstag, ab 21:50 Uhr im Live-Ticker. Nadine Gonska, Mannheim, Corinna Schwab am Berg, Carlina Palitsch, Berlin und Hanna Mergenthaler, Mannheim, landeten in ihrem Vorlauf in 3:31,77 auf Rang 3 und zogen direkt in den Endlauf ein. Sprinter-Duo souverän im Halbfinale. Die Sprinterinnen Laura Müller-Rillingen und Rebecca Hase LV Erzgebirge sind bei der Leichtathletik-EM in Berlin souverän ins Halbfinale über 200 Meter eingezogen. Die deutsche Vizemeisterin Müller gewann am Freitagmorgen den ersten Vorlauf in 23,06 Sekunden, Hase buchte als Siegerin des zweiten Rennens in 23,44 Sekunden das Ticket für die Vorschlussrunde am Freitagabend ab 19:55 Uhr im Live-Ticker. Die deutsche Meisterin Jessica Bianca Wes-Olli Mannheim war für das Halbfinale ebenso gesetzt wie Europarekordlerin Daphne Schippers, Niederlande, und 100m-Siegerin Dina Escher-Smith, Großbritannien, die zunächst für einen Start über 200 Meter vorgesehene Tatjana Pinto, Paderborn, die ebenfalls für das Halbfinale gesetzt gewesen wäre, verzichtete im Hinblick auf die 4x100m-Staffel am Sonntag auf einen Start. Service-EM-Zeitplan, Klaas zieht ins Finale. Ein Hammerwerferin Katrin Klaas, Frankfurt, steht bei ihren letzten großen Titelkämpfen im Finale. Die 34 Jahre alte deutsche Meisterin verpasste bei der Leichtathletik-EM in Berlin in der Qualifikation am Freitagmorgen zwar mit 68,64 Metern die geforderten 70,00 Meter, rutschte aber mit der 12. besten Weite noch soeben in die Entscheidung am Sonntag ab 19:30 Uhr im Live-Ticker. Es geht in Berlin darum, einen schönen Abschluss zu finden. Es wird vermutlich mein letzter Wettkampf werden, wenn nicht noch irgendetwas passiert, hatte Klaas vor der Qualifikation gesagt. Alles andere, was danach noch kommen sollte, ist Zubrot. Punkt. Ich werde auf jeden Fall nach der Saison meine Karriere beenden. Als beste zog Polens Weltrekordlerin Anita Wielodarczyk mit, allerdings erst im zweiten Versuch erzielten 75,10 Meter ins Finale ein.